Schnibbel die Schnapp und hallo Dri und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara. Die letzten beiden Spiele hatten wir gewonnen, das Montagsmatch haben wir gewonnen, das Freitagsmatch in Start, das Freitagsmatch als Start in die Saison haben wir auch gewonnen. Mitchell Weiser mit 2 Toren. Das war richtig, richtig nice. Seht mal nochmal Jugendstopp gucken, ob ich nicht hier schon 5 Sterne. Nein, kann ich nicht. Schade drum. Ach Gott. Richtig hinsetzen ist natürlich die halbe Meter. Heute geht's gegen Borussia Dortmund. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, übrigens mit mir dem Nefkara. Kann sein, dass ich es gerade ein bisschen verpeilt habe. Ja. Zu dem Zeitpunkt hier ist ja der Dienstag. Es kann sein, dass wir zu dem Zeitpunkt schon zu TGN gestoßen sind. Ja, also nicht wundern. Ich hoffe, euch stört Werbung. Ja, okay, Werbung stört natürlich jeden, aber zumindest auf YouTube. Aber ich hoffe, das nervt euch nicht zu sehr und ihr unterstützt uns weiter. Also ich denke mal, da wird jetzt Werbung sein. Und wenn jetzt kommt, es geht euch doch nur ums Geld. Nein, weil wenn man mal überlegt, dass man erst bei einer Million Abonnenten wirklich leben kann, geht es eigentlich eher darum, noch ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad steigern zu können. Ne? Das ist eigentlich das Hauptziel darunter, zumindest für die kleineren Leute wie uns. Naja, egal, bevor wir so viel reden, gehen wir jetzt in das Match zu Gast bei Dortmund. Das wird natürlich eine Spitzenpartie. Ich glaube, ich putze trotzdem jetzt nochmal ins Sajendo rein. Oh, das wird so schlimm. Wir haben ja Leverkusen Gott sei Dank irgendwie bezwungen. Typisch Leverkusen eigentlich. Aber das Spiel könnte richtig schwer werden. Ah, Schönfeld, Meier, Yesil, Erkin, Striffler, Burmeister, Donatian. Ist eigentlich... Ja, den würde ich eigentlich lieber mitnehmen, falls irgendwas schief geht. Danny da Costa hat letztes Spiel seinen ersten Spieltag gehabt. Oh, wie geil das Stadion eigentlich aussieht. Ja. Wollen wir nochmal hier in die Tornews rein. Alles dabei. Ich freue mich übrigens auf die Xbox One ein bisschen, weil ich werde zwar diese Saison zu Ende spielen, aber sobald diese Saison rum ist, ist es egal, ob dann PS4 oder... ob ich die PS4 zu dem Zeitpunkt dann noch nicht habe. Wenn diese Season rum ist, werde ich wahrscheinlich dann FIFA spielen. Auf der neuen Konsole, ja? Wisst ihr Bescheid? Also diese Saison wird auf jeden Fall noch zu Ende gespielt. Richtig hinsetzen hier und mal was trinken. Huh! Alles muss sein, alles. Ja, und wir gehen wieder mit Clayton in die Partie, in die Startformation. Ist wieder Clayton und nicht Samet Yesil. Komm schon, Taschentuch. Weil Samet Yesil hatte mich in der ersten Partie nicht so sehr überzeugen können. Vielleicht wird er ja noch ein richtiger Bringer. Aber Clayton hat irgendwie durch seine nicht vorhandene... naja, ein Talent hat er ja schon, aber durch sein nicht vorhandenes Können kriegt er das irgendwie hin, trotzdem immer gut zu spielen. Also so relativ, ne? Ballkontrolle hat er ja eigentlich nicht so eine gute, Abschluss eigentlich auch nicht, aber... spielt schon nicht so scheiße. Aber egal. Ich habe mich jetzt hier richtig hingesetzt, hoffe ich. Richtig unbequem heute mal. Und wir gehen jetzt rein in die Partie, nachdem ich einmal einen Schuss abgegeben habe. Oh, ich habe wieder eine Woche nicht gespielt. Oh, das kann wieder was werden. Oh, rein in die Partie. Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld. Das ist natürlich ein Knaller. Oh, da müssen wir richtig fighten. Iliev heute nochmal in der Startelf. Hat erst eben mit Michi geredet, mit wem er da gerade quasselt. Hätte eigentlich auch Michi sein müssen. Sokrates in der Startelf. Ja, Champions League war in der letzten Woche bei euch. Bei mir war es noch diese Woche. Und in der Champions League... Leverkusen unentschieden gespielt, Bayern München gewonnen und Schalke und Dortmund verloren. Bei Dortmund war es ein bisschen traurig eigentlich,
so richtig Gegenteilpartie von vom letzten Mal. Dortmund die ganze Zeit am Drücker und dann die erste Torchance und dann führt Arsenal auch schon. So kann es kommen. Im Fußball gewinnt nicht immer das bessere Team. Das haben wir auch schon in der letzten Saison gezeigt. Okay, die Aufstellung von den Mkhitaryan. Mhm. Wie findet ihr Mkhitaryan eigentlich? Findet ihr das wirklich so ein guter Ersatz für den Götze? Ich weiß ja nicht. Ah ja, neues Update ist auch hochgeladen worden. Finde ich eigentlich auch richtig nice. Oh, war der Abseits. Oh, da gehen drei Leute von uns an dem vorbei. Drei Leute gehen von uns an dem vorbei. Oh, Profeta stoppt den Ball aber ganz gut. Zurücklegen. Dortmund. Aber wir geben hier Gas. Clayton. Clayton. Erste gute Aktion. Auch von Weidenfeller. Da Costa. Emre Can. Mitchell Weiser. Salga. Klos. Unkonventionell und beziehungsweise eigentlich eher schlecht. Aber egal. Der Ball bleibt bei uns. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Klos es mit dem Kapitänsbinde und Co. zu viel Verantwortung ist, lol. Den hätte der haben müssen. Schiebt er sich davor und kriegt den Ball trotzdem nicht. Was war das denn für eine Aktion, bitte? Danny da Costa. Dortmund jetzt das erste Mal am Ball. Fkara. Und Tah blockt den Ball ab. Eckball, die erste Ecke des Spiels. Also jetzt Dortmund hat uns ein bisschen kommen lassen, ein bisschen geguckt, ja, was können die denn so? Da Costa hier gut. Klos wieder mal nicht so stark. Aber Iliev hat den Vorstoß direkt mal unterbunden, beziehungsweise das war auch viel zu weit dabei. Mitchell Weiser. Salga braucht hier viel Zeit, um den Ball überhaupt annehmen zu können. Danny da Costa. Boah, schwach. Aber egal, Mitchell Weiser holt sich den. Passt den Ball auf Salga. Der auch nicht so technisch gut ist. Generell technisch haben wir wenig Gute. Klos. Boah, ne, Tore. Tore zum zweiten, also der Pass von Tore, der war das Gegenteil von gut, sagen wir mal einfach. Alter, wie Klos einfach keine Laufbereitschaft zeigt, beziehungsweise kein Spielfluss hat. Der ist hier schlecht, ich weiß nicht. Klos in der ganzen Saison noch nicht da, wo man ihn braucht. Der ist drin. Das habe ich kommen sehen, Verteidigung kommt nicht hinterher, Marco Reus viel zu stark. Tars viel zu langsam, Danny da Costa irgendwo zwischen, kann sich nicht entscheiden, welchen Verteidiger er nehmen soll und dann führt Dortmund. Ja, Klos wirkt vorne voll aufgeschmissen. Ich habe mal überlegt, Samet Yissi für den spielen zu lassen. Vielleicht kann der besser kicken. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass der besser kicken kann, weil der einfach mal viel mehr Ballkontrolle hat. Ich drücke einfach nur passen, aber Salga nicht dafür bekannt. Naja, Klos und Salga, unsere Ballkontrollen Schwachmaten. Das war eigentlich erst gut und dann wieder sehr schlecht. Ich weiß gar nicht, wieso ich den Ball da nicht mehr hatte. Eigentlich bin ich schon durch gewesen mit dem. Boah, das hätte Elfmeter sein können, Profeta. Das hätte Elfmeter sein können. Ich habe Viereck zum Klären gedrückt, dann rutschte da irgendwo dämlich rein. Hammer geil. Und nein, Viereck ist bei mir nicht faulen und der ist gefährlich und fast drin, weil das Spiel mal wieder die typischen Kopfbälle hier hat. Das war gut, aber Klos ist langsam und spielerisch nicht gut. Langerak kann das hier locker machen. Falscher Spieler. Klos wirkt in der ersten Bundesliga sehr extrem überfordert. Zu langsam, zu wenig Ballkontrolle, zu wenig Spielgefühl, zu wenig Laufbereitschaft. Es fehlt ihnen an allem.
bis jetzt in der Saison an allem. Das war dämlich, aber Nefka ist auch nicht losgelaufen, also eigentlich wusste, dass funktioniert hätte. Klos hier. Iliev hat den. Naja, ich bin entgeistert hier, also Clayton zeigt einigermaßen guten Fußball. Nefkara zeigt einigermaßen guten Fußball. Besser. Komm, Mitchell Weiser, lauf doch mal mit hier. Salga geht da runter, dem Lack, ey. Zum Glück geht er dann irgendwann mal in die Bewegungsrichtung. Steht überall dumm rum. Guckt nur scheiße zu. Oh, da wäre Mitchell Weiser so viel besser gewesen, abseits. Total niemals bekommen. Oh, Salga. So eine Pfeife, Junge. Du bist so eine Pfeife, wie am Buche steht. Ja. Naja, Klos bleibt weiterhin wie nicht auf dem Platz. Kann man nicht anders sagen. Ist halt Tatsache. Er ist halt ziemlich schwach hier in der Partie. Saga kriegt keine gute Flanke rein. Und der Ball zum Aus. Nee, Jesse kommt in der zweiten Halbzeit für Klos. Da tue ich mir nicht noch eine Partie an. War schon in den letzten zwei Partien ganz genauso mit Klos. Und jetzt ist der Bogen überspannt. Jetzt hat er sich einen Platz auf der Bank verdient. Clayton, geh doch einfach mal nach unten. Du bist nämlich tausendmal schneller wie der. Aber nein, das juckt das Spiel ja nicht, wo ich hindrücke. Das juckt das Spiel ja keineswegs. Das hat es ja vorher auch nicht gejuckt. Schwach. Von Klos bin ich enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ich bin die ganze Saison schon von dem enttäuscht, die bis jetzt siegel. Ja, der spielt einfach nicht gut. Auch wenn er hier angeblich diese Wertung hat, aber ich finde den schlecht. Ja, toll. Das ganze Mittelfeld kriegt halt keinen Zug. Ja. Egal, wir versuchen es in der zweiten Halbzeit. Mkhitaryan. Boah, wie meine Leute keine Zweikampfstärke haben, ne? Ah, Klos. Aber Klos war das nicht höchstpersönlich schuld, sondern der Spieler, der nicht mitgelaufen ist. Da Costa. Was ist das denn? Wo zeigt der denn hin? Hauptsache, ich bin ein Idiot. Da Costa. Oh, du Dämler. Clayton zeigt hier auch keine fußballerische Größe. Das war dämlich ohne Ende. Wenn er sich nicht so dumm stellt, dann kann ich den richtig gut anpassen. Da Costa, komm mal zu Hilfe, der kriegt den Zweikampf da nicht gewonnen. Habt ihr das gesehen? Dann geht er da weg, dann geht Salga da weg. In Manier eines super Versager-Verteidigers bewegt er sich da einfach weg. Tore. Tore zum zweiten Mal schwach. Klos läuft zu spät los und kriegt den Ball dann nicht. Nee, das war's für Klos. Das ist mir egal, was der hier für eine Wertung bekommt vom Spiel. Der ist hier nicht gut. Das ist einfach nicht. Zu langsam, immer auf dem falschen Posten. Steht immer auf dem falschen Fuß. Hier ist hier rein. Meier kommt jetzt rein. Ich bin gerade überlegen. Nee, aber das muss jetzt einfach mal sein. Der Wechsel muss jetzt sein. Dann haben wir auch noch gefoult, ohne zu foulen. Hammer geil. Da Costa. Nicht Elfmeter, ja. Abseits. Und wir wechseln. Gündogan kommt rein. Haben wir aber Schwein, dass die Gündogan nicht von Anfang an spielen lassen haben.
Gott, höre, wirkt hier richtig scheiße. Was macht der da für einen Krüppelkack? Mann, 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 Mann. Ja, stell dich da hin. Ich will dir eh nicht den Ball. Boah, du Homo-Kind, ey. Ja, Jesse hat ja auch schon in der ersten Partie für uns nicht gerade gezeigt, dass er passen kann. Torre. Die gesehen, da Costa unten dreht sich zweimal um die eigene Achse. Keiner weiß warum, das war echt schwach. Profeta. Da Costa schwach. Und Iliev, Bolzen Nummer 2. Ich hol den nicht raus, er kommt selber raus, aber er kann es einfach nicht. Er kann das nicht. Warum er da rauskommt, der wäre nie und nimmer reingegangen ohne seine Duff. Wie kann man eigentlich so behindert als Torwart sein? Oh ja, Jesse und Clayton auch nicht gut. Naja, Dortmund ist uns in allen Belangen überlegen, aber viel zu machen. Tore hier ein ums andere Mal richtig schlecht, aber Clayton jetzt das erste Mal richtig gut in Szene. Ah, Konzentration. Aber jetzt kann ich wenigstens mal durchswitchen. Also ich bin hier enttäuscht ohne Ende. Meier kommt rein. Schönfeld kommt rein. Wobei, nein, Schönfeld kommt nicht rein. Weiser darf drin bleiben. Tapia kommt mal rein. Können wir wenigstens mal durchrotieren. Haben wir eh schon keine Chance mehr. Clayton musste einfach schon vorher abziehen. Wenn ich das drücke, dann tut das aber nicht. Bauer zu lang zur Kontrolle des Balls. Aubameyang kommt rein. Aubameyang. Naja, egal. Dortmund ist halt ein starkes Team. Wenn man da keine Chancen ausspielt, wieder schwach gestellt. Iliev zum dritten Bolzen. Boah, was ist mit dem los? Ich glaube, das war echt das letzte Mal, dass der für uns überhaupt aufgelaufen ist. Der ist hier so schlicht. Das ist echt unglaublich, was der hier auf dem Platz macht. Ihr müsst bedenken, ich drücke kein Dreieck. Der macht das ganz von alleine, den Mist. Oh, erster Torschuss von uns überhaupt in der Partie. Ne, zweiter, aber Mitchell Weiser zu lang gebraucht insgesamt mit der Ballannahme. Jetzt steht es 3-0 für Dortmund. Ja, Dortmund ist halt drückend stark, drückend überlegen. Auch hier sehen wir wieder kein Land. Und anstatt dann da mal mitzugehen, Danny da Costa bleibt dann da stehen. Aber unser Torwart ist die Ausgeburt vom schlechten Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass er den auch nicht gekriegt hätte. Nee, aber der ist hier schwach gewesen. Also, Ballannahme aus der Hölle. Salga nochmal. Ne, Salga ist halt kein guter Spieler. Ist halt einfach so. Tapia. Eigentlich richtig gut. Der Ball war nur viel zu schwach gespielt. Der muss um einige Kilometer weiterfliegen. Darf ich Tar wieder spielen, weil der hat den Ball zu schlecht gepasst. Und wo, wie geht der denn rein? Duxch. Marvin Duxch müsste das sein. Also das gibt hier eine richtige Klatsche. Hier gibt es eine richtige derbe Klatsche. Der Torwart ist hier einfach nicht feierlich. Er lässt hier jeden Ball rein und wir spielen jetzt immer schlechter im Fußball. Das ist Dortmund. Jesus Christ, guck mal, wie die uns da stehen lassen. Boah, Alter! Iliev und Salka sind hinten so überfordert gewesen, das ist echt unglaublich. Und Danny da Costa, ja, toll. Genau sowas will ich sehen. Ah, danke, Profeta, gib dir den Ball wieder. Mega schwach. Meier sich gerade am Umdrehen und Aufregen. Ja, 4-0.
Yesil hätte da mit viel mehr Tempo kommen müssen. Yesil! Seht ihr, der ist auch nicht gut, ja. Dortmunder hätten den einfach reingeknallt. Samet Yesil. Ja. Und das haben wir mit 40 Millionen nicht hinbekommen. So ein Dortmund ist halt stark. Zusätzlich kommt dann noch, dass FIFA uns immer den richtigen Spieler gibt und Iliev mal an den Ball geht. Danke. Hat er nämlich sonst gar nicht gemacht, an den Ball gehen. Oder den mal gut passen. Aus der Verteidigung kommt halt keine Bälle raus. Wenn ich euch sage, wo der hingehen sollte, glaubt ihr es mir eh nicht. Der sollte zu Yesi gehen. Ja, Dortmund kiloweise zu stark für uns. Da haben wir so scheiße gespielt, aber mein Torwart ist eine Pfeife. Also da kannst du nichts zu sagen, der ist eine Pfeife. Iliev, Profeta, Da Costa, Meier war drin und war nicht drin. Töre, Emre Can. Tja, willst du machen? Wir hatten halt, wie viele Schüsse aufs Tor hatten wir denn? Einen, zwei. Töre hat auch mal aufs Tor geschossen gehabt. Ja, egal, das muss... Das passiert halt manchmal, ne? Ist Dortmund. Alter, wie stark die sind. Alter, wie stark Dortmund ist. Da gibt's dann halt mal eine Packung. Da kannst du nicht mehr so viel machen. Huhuhuhu, die Bundesliga-Saison wird richtig, richtig schwierig. Aber so eine Packung. Hauptsache, wie ich auch kein... Ich habe auch keine Pässe mehr geschissen bekommen. Dann kommt nämlich das berühmte Momentum. Dann... dass dein Team auf einmal nichts mehr geschissen kriegt. Das ist ja das wie in der letzten Saison von FIFA, wo dann alle gesagt haben, kann nicht sein, dass wenn ich den Ball dahin drücke, dass der einfach nicht funktioniert und wenigstens kriegen wir einen neuen Torwart. Essentieller Stammspieler bei uns. Also den will ich schon gerne haben vom nächsten Ligaspiel. Also das, was der Iliev vom Rauskommen macht, das will ich einfach nicht. Das brauche ich nicht. Da würde ich den lieber auf der Linie kleben sehen als sowas. Puh. Da haben wir eine richtige Packung kassiert. Aber wir sind Tabellenplatz 6. Wir hoffen noch, den Spieler zu bekommen. Wurde ein echtes Spektakel geboten. Sie blieben am Schluss noch auf den Rängen, um ihre Mannschaft zu applaudieren. Ja, Spektakel. 4:0. Ja, da haben wir schon eine richtige Packung bekommen. Simulation wird gestoppt. Ich hoffe, der ist jetzt hier bei uns. Jubilanten Meier. Ja, undankbar, dann da so reinzukommen. Aber ich wollte halt mal ein bisschen ausprobieren. Hatten wir halt. Jetzt kommt Köln Castells. Zu uns. Topspieler ist da glaube ich nicht. Blinkt da oben zumindest nichts. Aber besser wie Iliev ist er auf jeden Fall, weil so schwach kannst du nicht sein. Ist er so. Castells hat 70. Sehr nice. Sehr nice. Das finde ich geil. Huch. Der hat Spezialitätenstärke. Ist ja mal geil. Unnötig, aber... damit buxiert der Iliev raus. Gute Flugparade, gute Fangsicherheit. Und ein gutes Stellungsspiel. Reflexe nicht so gut. Aber Castells. Wir begrüßen Castells in der Mannschaft. Ich weiß nicht, Klos als El Capitano zu nehmen ist irgendwie nicht richtig. Na egal, ich will jetzt auch nicht die Mannschaft auf den Kopf schmeißen. Schade, schade, schade. Und da hat uns Dortmund mal gezeigt, wie man als richtig guter Bundesligist spielt. Uff, das hat wehgetan. Da wurden wir richtig batsch, 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 batsch verprügelt, kann man sagen. Beeindruckend. Verpflichtet Köln Castells. Ja. Mkhitaryan könnte für eine heftige Summe gehen. Oh ja, eine heftige Summe. Wir haben auch gerade eben eine heftige Packung kassiert. Aber so kann es kommen. Wir werden auf jeden Fall richtig fighten müssen. Aber Dortmund... war halt clever und wir haben immer noch keinen guten Scout dabei. Manu! Keine Jugendspieler für das arme, arme. Für unseren tollen, tollen Verein. Nee, aber egal. Nee, aber egal. Toller Satz. Jetzt noch, gegen wen wir als nächstes rangehen müssen. Also ich springe jetzt mal bis dahin vor. Boah, die waren so stark. Aber wir konnten erste Eindrücke bekommen für unseren neuen defensiven Mittelfeldspieler, den wir als Ersatz haben. Der läuft ganz schön schnell. Finde ich gar nicht so übel. Finde ich echt nicht so übel.
Ja, Mkhitaryan hat 3 Tore vorbereitet. Nach dem Spiel gegen uns. Oh, letzter Transfertag. Und dann gibt es das Spiel gegen Hoffenheim. Da mache ich übrigens vorher einen Stopp. Das mache ich dann in der nächsten Folge mit dem letzten Transferdings, weil das könnte ja dann nochmal was dauern, wa? So. Ruckel. Iličević, Alter, wie der 6 Tore hat. Wie unrealistisch. Wir werfen einen Blick mal auf die jetzige Tabellensituation. Ist ja nicht so schlecht. Wir haben zwar richtig derbe kassiert gerade und haben deswegen eine Minus-Tor-Differenz, deshalb wir auch so platziert sind. Aber gegen Hoffenheim, die sind direkt hinter uns. Da könnte sich ein gutes Spiel anbahnen. Und an dieser Stelle, oh, Leverkusen hat, glaube ich, ja, Leverkusen hat seinen ersten Sieg. Bayern ganz oben mit 9 Punkten. Na egal, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder ist. FIFA 14 Karrieremodus auf Legende mit mir, dem Nefkara, und dann hoffentlich ohne Packung. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao.